Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO-Generalagentur in Gonei in Ölsa kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Der Liliensieg Economy Service. Da passt der Preis zum Fahrzeugalter. Sichern Sie sich dauerhaft bis zu 20% Nachlass auf die Reparaturrechnung je nach Fahrzeugalter. Sowie dem Pirna Möbelhandel. Der Olympiasieger kauft bei uns seine Küche. Und Sie? Großer Schauraum, qualifizierte Beratung, moderne 3D-Planung. Der Pirnaer Möbelhandel ist Ihr Küchenspezialist in der Stadt. Und das zu stets attraktiven Preisen. Herzlich willkommen zum FRM Regionalmagazin. Heute gibt es natürlich einige Beiträge und wir fangen an mit Vereinsquiz Nummer 4. Wir sind zu Gast in Sadisdorf. Beworben hat sich der Feuerwehrförderverein Dippoldiswalde. Hat er im letzten Jahr schon gemacht, da war er schon mehrmals dabei und hat gesagt, dieses Jahr sind wir in Sadisdorf. Eine freiwillige Feuerwehr mit wie vielen Mitgliedern bitte? Derzeit 16 aktiven Mitgliedern und 12 in der Jugendfeuerwehr. Genau. Und wir wollen natürlich auch immer wissen, wer hier beim Vereinsquiz mitspielt. Was soll denn mit den 300 Euro im Gewinnfall passieren? Ich weiß, es war mal eine Nebelmaschine, lange Zeit im Gespräch. Ist die mittlerweile angeschafft oder gibt es neue Wünsche? Ja, die wurde angeschafft. Das ist nicht bloß eine, sondern drei Stück wurden angeschafft. Toll, toll. Und noch ein paar bisschen Equipment dazu. Und dieses Jahr wollen wir das Geld, denke ich mal, in die allgemeine Vereinsarbeit mit reingeben, weil ist ja dieses Jahr relativ viel flach gefallen. Und mal gucken, dass wir da nächstes Jahr etwas mehr dort unterstützen können. Okay, es spielen mit heute hier in Sadisdorf, ganz außen Katrin Lange, in der Mitte Carsten Birner und an meiner Seite der Teamsprecher Marc Bodis. Und in diesem Jahr gibt es ja von uns, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ich hoffe es, ein Geschenk für die Vereine, egal wie die Punktzahl ist, eine Blackview Smartwatch von unserem Sponsorpartner. Und warum es die gibt, zeigen wir Ihnen jetzt. Der Experte in Pirna und in Freital wünscht euch beim Vereinsquiz viel Glück. Und damit ihr die 30 Sekunden und eure Herzfrequenz immer im Blick habt, geben wir euch eine Smartwatch mit dazu. Viel Glück! So, also die gibt es schon für euch. Egal wie der Punktestand ist, könnt ihr untereinander aufteilen, jeder mal eine Woche oder verlosen Weihnachten zur Tombola. Also ich stelle es mal hier hin, bleibt Vielen auf Dank. Jeden Fall bei euch schon erstmal im Verein und denke, wir fangen jetzt an. Ihr wollt natürlich auch wissen, wie die Vorgänger gespielt haben. Wir sind ja heute beim vierten Quiz. Genau. Also 80 Punkte ist jetzt die magische Zahl. Die hat der Sportclub Freital und der hat auch die Spielbühne Freital. Okay. Abgeschlagen, nehme ich mal an, ist der Freundeskreis Schloss Nauendorf mit 60 Punkten. Also so 80 Punkte wäre schon ein tolles Ereignis. Wir probieren es, oder? Kriegen wir hin. Vereinsquiz Nummer 4. Die Fragen habt ihr gezogen, schön demokratisch. Alle drei haben sich da beteiligt. Und wir schauen jetzt mal, was ihr in diesem Jahr so im Kuvert habt. Wie viel Mal seid ihr schon dabei, wenn ich noch mal fragen darf? 14, das erste Mal, das müsste also siebte Mal sein. Und im Finale? Dreimal. Also altgediente Hasen, wenn ich das so sagen darf, sollte jetzt funktionieren, oder? Die Frage 1 beim vierten. Ich habe gerade gesagt, der Freundeskreis Schloss Nauendorf hat 60 Punkte. Und jetzt gibt es doch, es ist doch verrückt, es gibt eine Frage zu Schloss Nauendorf. Gibt es sowas? Fangen wir an. Das Schloss Nauendorf steht im zu Dippoldiswalde gehörenden Ortsteil Nauendorf. Es ist stark verfallen und wurde seit der Wende nicht mehr genutzt. Jetzt hat es einen neuen Besitzer gefunden und wird Schritt für Schritt wieder saniert. Soweit bekannt? Mhm. Und ich möchte von euch gern wissen, in diesen 30 Sekunden, welche Funktion hatte Schloss Nauendorf zu DDR-Zeiten? War das A ein Pionierhaus, B ein Krankenhaus oder C ein Altenpflegeheim? Ein Altenpflegeheim, Antwort C. Ein Altenpflegeheim und noch nicht mal 30 Sekunden abgelaufen. Ich verbeuge mich vor diesem Wissen. Ist vor meiner Zeit. Ach, also, du hast es nie gewusst? Nee, bin ich ehrlich. Also ich habe einen Bericht drüber geguckt, aber... Das ist gerade diese Bezeichnung, was es früher war, entgangen bei dir, oder? Also gerade, alles klar. So, läuft. Die ersten 10 Punkte stehen auf der Karte. Und wir schauen, ob das so weitergeht. Frage 2. Die Hauptstadt Indiens heißt A. Mumbai, B. Neu-Delhi, C. Kalkutta. Welche Stadt ist die Hauptstadt Indiens?
A. Mumbai, B. Neu-Delhi oder C. Kalkutta. Ja? Ich sag Neu-Delhi. Neu-Delhi? Kalkutta. Also nochmal kurz. A. Mumbai, B. Neu-Delhi, C. Kalkutta. Die Hauptstadt Indiens heißt, in wenigen Sekunden möchte ich dann die Antwort haben. Nach B. Ja. Ihr habt euch jetzt demokratisch für B entschieden. Ja. Ist natürlich richtig. Neu-Delhi ist die Hauptstadt. Wie kommt ihr auf Mumbai? Du hattest manchmal Fragen gehabt, die eigentlich fast eindeutig waren und dann war es dann doch irgendwas ganz anderes gewesen. Du adelst mich soeben gerade für meine Fragen raussuchen. Sehr schön. Die dritte Frage kommt sofort und zwar jetzt. Von 1974 bis 1982 war Helmut Schmidt Bundeskanzler der BRD. Am 27. Juni 1942 heiratete Schmidt Hannelore Glaser. Welchen Spitznamen hatte Schmidts Ehefrau Hannelore Glaser? War die oder hieß die als Spitznamen A. Hanni, B. Glasi, C. Loki? C. Antwort C. Ach, kam wie aus der Pistole geschossen. Dafür gibt es natürlich 10 Punkte. Insgesamt 30 Punkte. So, ich glaube, wir hatten schon einen furiosen Start schon mal. Dann hat es leider dann natürlich gigantisch eingefroren. Tu uns nicht dran erinnern. Nee. Gut. Es kommt ja auf deine Fragen an. Richtig, deswegen gleich die Frage Nummer 4. Auch die ist für euch auf jeden Fall lösbar. Der Pfälzer Saumagen war das Lieblingsgericht von welchem Politiker? Machen wir das gleich so mit Ansage. Richtig, dafür gibt es natürlich 10 Punkte. Und 5 Punkte extra, oder? Ja, nee. Ich mache das ja nur so fix, weil wir hier vor der Feuerwehr stehen, im Falle die Sirene geht. Wir müssen ja bei Zeiten durch sein. Okay. Ne? Hat ja alles seinen Sinn, was ich hier mache. Frage 5. Ich habe Helmut Kohl mal die Hand geschüttelt. Helmut Kohl? Mhm. Ehrlich, schon mal gewaschen dazwischen? Ja. Ist jetzt bei Corona-Zeiten ganz schlecht, wenn man das so aufrecht behalten will. Ne? Deswegen läufst du manchmal so. Ist das ernst? Ja, ne? Wo bei uns hier zu Gast war in Dresden? Oder? Nee, mal in Erfurt. Hm? In Erfurt. Hm? Ja, bleibendes Erlebnis? Ja. Ich fand ihn ja auch. Der hat Hände so groß wie Pfälzer Saumagen. Ja, Pizza-Hände. Wie Aberdecke. Riesig, ne? Wie Aberdecke. Ja. Mhm. Also hatte. Hm. Hatte. Können wir weitermachen? Ja. Sehr schön, freut mich. Also, die 5. Das Wildschwein hat ein sehr kräftiges Gebiss mit wie vielen Zähnen? Ich darf kurz erinnern, der Mensch hat inklusive Weisheitszähnen 32. Wie viel hat das Weniger. Wildschwein? Weniger. A. 44, B. 39, C. 32. Hast du gesagt weniger? Also 2 siehst du immer, mindestens. Die Hauer. So, also, wie viele Zähne hat ein gesundes Wildschwein? A 44, B 39, C 32. 39 ist eine Jäger dabei? Nee. 30 ist eine Kunde Zahl. Ja. Müsste schon Joker nehmen und jemanden anrufen. Wir haben eine ganz schlechte Verbindung in Sadisdorf. Ich würde annehmen. Ich würde jetzt annehmen, weil B ist eine ungerade Zahl. So, ihr müsstet bitte Frage Nummer 5. Wir nehmen Antwort A. Das sind wie viel? 44. Die gerade Zahl. 44, auch das ist richtig. Ja, man muss immer Glück haben. Das Wildschwein hat nicht so viele Zähne, aber muss ich aufpassen, wenn ich das nächste zerlege. Genau. Machst du das? Ab und zu mal, ja. Ehrlich? Wenn mal Bedarf ist, nur, wenn mich mal jemand anruft oder so. Dann, also nachziehen das nächste Mal? Genau. Beweisfoto an FRM schicken? Genau, da muss ich wirklich mal nachziehen. Mhm. Du musst doch jetzt Dauerwerbesendung einblenden kurz. So in der Richtung. So, jetzt kommt eine Frage, die hat es in sich. Die wird nicht so leicht beantwortet werden können. Und die lautet, das ist zwar die 6. Wie lange dauert ein Wasserballspiel in der Regel? Ja, da gibt es beim Wettkampfturnier, also wie beim Fußball 2x45, gibt es das auch beim Wasserball. Und die Möglichkeiten wären A 32 Minuten, B 2x15 Minuten oder C 40 Minuten. Wie lange dauert ein Wasserballspiel? Ich weiß nicht, die wechseln drinnen durch, die wechseln immer permanent. Du kannst draußen rein, wie du willst. Das ist die Frage, ob die überhaupt in der Halbzeit machen. Deswegen würde ich jetzt. Wäre jetzt die andere Option, dass sie den Seitenwechsel machen. Dass die hin und rückspiel machen, dass sie als 2 Spiele zählen. Das kann ich. Ich denke, halbe Stunde, also 32 Minuten. Ja. Also ich soll schon mal sagen, A 32, B 2x15, C 40 und jetzt bitte eine Antwort. A 32. Minuten? Ja. Da wird doch das Wildschwein in der Pfanne verrückt. Auch das ist richtig. 60 Punkte, ihr habt euch noch keinen Ausrutscher geleistet.
Was wolltet ihr mit dem Geld machen? Vereinsarbeit. Vereinsarbeit, ja. Gleich. So, jetzt muss doch irgendwann mal ein Knaller kommen, wo ich euch jetzt ein bisschen hier ins Boxhorn jagen kann. Das kann ja nicht sein. Viertes Quiz, 100 Punkte. Fußballfrage. Fußballfrage. Okay, die sage ich euch jetzt und das ist die siebte. Welches Land ist mit 5 Weltmeistertiteln der Rekordsieger bei den Fußball-Weltmeisterschaften? Ist das A, Frankreich, B, Brasilien, C, Italien? Wer hat als einziges Land 5 Weltmeistertitel auf seinem Konto? Frankreich, A, B, Brasilien, C, Italien. Frankreich. Quatsch. Ja. Brasilien. Antwort B, Brasilien. Richtig. Ja. 70 Punkte. Ihr habt das große Glück gehabt, jetzt wirklich sehr leichte Fragen zu ziehen. Scheinbar. Oder ihr seid so extrem klug geworden. Wir haben uns gut top vorbereitet. Ja. Wir haben die Corona-Pause genutzt. Auf dem Duden geschlafen, ne, haben wir früher immer gesagt. Genau. Ja, so. Genau. Oh, achte Frage, das ist ja spannend. Die Band Texas Lightning landete mit dem Lied No No Ever einen ersten Platz in den deutschen Singlecharts. Könnt ihr euch erinnern? Mhm. Mhm. Mit diesem Lied starteten sie beim Eurovision Song Contest 2006 und belegten damit welchen Platz? A14, B9, C3. Texas Lightning, ja? No No Ever. Ja. 14, A, B, 9 oder C, den dritten Platz. 2006 beim Eurovision Song Contest. Wir waren immer weit hinten gewesen, bis dann hat es immer 14. Wir nehmen 14, Platz 14 ist an. Das ist doch nicht zu fassen, auch da hier. Siehst du? Also herzlichen Glückwunsch, ich freue mich. Ja. Man merkt es, man merkt es hier an. Meine Emotionen schlagen gerade irgendwie anders aus. Ich habe mich ganz nicht mehr. Hättest du jetzt gefragt, wer 1982 gewonnen hätte, hätte ich schon beantworten. Nicole. Genau. Ja, das kann doch jeder. Ein bisschen Frieden. So, also. Oh, Leute, ihr macht mich ja hier völlig wuschig. Glücklich. Glücklich natürlich. Das Tannheimer Tal wird auch als schönstes Hochtal Europas bezeichnet. Wo befindet sich das Tannheimer Tal? A. In Österreich, B. In der Schweiz, C. In Italien. Das sind alles dreimal deutschsprachige Gebiete. Also deswegen diese Fragestellung. Also Nordschweiz. Tannheim. Tannheimer Tal. Ihr habt noch nie was vom schönsten Hochtal Europas gehört? Das ist eine Bildungslücke, die ich jetzt schließe. Aber wo befindet sich dieses Tannheimer Tal? Ich würde sagen Hochtal. Hochtal kannst du in den Alpen haben. Österreich, Schweiz, dann eher Tirol Italien. Haben. Ich würde sagen, gerade Südtirol, irgendwie in der Dolomiten oder finde ich da hinten. Würde ich bald behaupten, weil die haben relativ viele Hochtäler. Es ist durchgelaufen. Es ist angerichtet, meine Damen und Herren. Italien. Wir nehmen Antwort. Das wäre C, Italien. Ja. Falsch. Schweiz. Nee, in Österreich. Doch, Österreich? Ja, das Tannheimer Tal. Das ist gar nicht, hat nicht. Und wo ungefähr? Aber das ist an der bayerischen Grenze. Wenn du gerade durchfährst, fährst du gar nicht weit, Tannheimer Tal. Das ist ein wunderschönes Tal. Also, und dann geht es mit 3 oder 4 Seilbahnen hoch. Mhm. Ich war schon selbst dort, aber die Erklärung fällt mir jetzt schwer. Ja, gut, okay. Und wenn du mit der Autobahn reinfährst? Ja. So, jetzt aber Schluss hier. Leute, ihr seid auf jeden Fall fast im Finale, also 80 Punkte. Und jetzt könnt ihr das Deckel drauf machen, ne? Genau. Dann ist es sicher, dass wir uns ziemlich im November nochmal wiedersehen. Froh gelaunt. Sind die Chancen gut. Und mit gewaschenen Händen. Frage 10. An einem 30. Oktober wurde die wiederaufgebaute Dresdner Frauenkirche geweiht. In welchem Jahr war das? 2006. Ich sag's euch mal, 2006 spielt keine Rolle bei den Antworten. War das A 2001, B 2005 oder C 2008? Hatten die jetzt nicht irgendwann mal Revision gehabt? 5 oder 8? 2001. Warte mal. Doch. Antwort. Soll ich nochmal sagen? Ja. A 2001, B 2005, C 2008. Bis zum Hochmaß abgesagt. Die wieder, also wann wurde sie? Sie ist zum Hochhaus abgesagt. Ja, die Frage ist, wann war die Weihe? Die Weihe, ne? Nach dem Aufbau. Ja, ja.
Wann wurde sie wieder in den normalen Dienst übertragen? Ach nee, ist später. So, also ich kann jetzt hier nichts mehr durchgehen lassen. Machen fünf? Ja. Antwort B, 2005. Und damit gratuliere ich dem Feuerwehrförderverein Dippoldiswalde zu 90 Punkten. Und damit glaube ich ganz hundertprozentig auch zum Einzug ins Finale im November. Herzlichen Dank für die Beantwortung dieser schweren Fragen. 90 Punkte. Sehr schwer, Matthias. Ja, ich weiß. Und ihr seid wirklich sehr klug gewesen. Haben wir das jetzt genügend ausgetauscht? Sehr schön. Und damit, 90 Punkte, super Ergebnis hier in Sadisdorf. Und in der nächsten Woche sind wir dann bei den MH Metall Profil Volleys. Die spielt in der Sachsenliga im Sportpark Dippoldiswalde zu Gast. Und das war das Vereinsquiz, das vierte Vereinsquiz beim Feuerwehrförderverein hier in Dippoldiswalde, was sie grandios mit 90 Punkten abgeschlossen haben. Und jetzt, liebe Zuschauer, geht es weiter bei uns in der Sendung. Und zwar gehen wir jetzt ins Autohaus Hüttel. Dort wartet Norbert Ehmke bereits auf Sie, denn er möchte Ihnen den neuen Seat Leon vorstellen. Und danach begrüßt Sie Mandy Herrmann zum neuen WGF-Magazin. Und dort sind wir heute im Freitaler Stadtteil Weißig zu Gast. Also seien Sie gespannt. Und wir verabschieden uns jetzt schon mal hier aus Sadisdorf. Tschüss. Und tschüss. Das Vereinsquiz wurde Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO Generalagentur Ingonei in Ölsa, kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sichern Sie sich jetzt bis zum 31. Oktober 20% auf Originalteile und Economy-Teile für Fahrzeuge älter 4 Jahre. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Pirnaer Möbelhandel, Rottwendorfer Straße im Einkaufszentrum Petz. Jetzt auch mit geprüfter Qualität. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Auto Hüttel an der B170 in Dippoldiswalde. Wir stellen heute mal wieder ein Fahrzeug vor, und zwar einmal den Leon, und zwar in der neuen Variante, und dazu auch als Vergleich einmal den Kombi. Fahren werden wir heute allerdings nur den Leon als Limousine, und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, jetzt sind wir einmal im neuen Leon, genießen einmal die Fahrt und schauen mal, was wir heute so alles in dem Fahrzeug entdecken. Es gibt viele neue Sachen vom Design her im Vergleich zum Vorgänger. Fängt natürlich mit dem Lenkrad an und zieht sich dann auch außen weiter. Und da gehen wir heute noch, wenn wir aussteigen, näher drauf ein. Ja, ansonsten fällt dir natürlich im Innenraum auf, es wird auf viele Knöpfe verzichtet. Wir haben am Ende nur noch einen Start-Stopp-Knopf und den Knopf für unsere Warnblinkanlage. Der Rest entfällt und ist klassisch wie beim Smartphone nur noch über Touch zu bedienen. Und wir zeigen Ihnen nachher nochmal auf dem großen 10 Zoll Display, was man denn da alles Schönes in dem neuen Leon einstellen kann. Der Seat Leon startet in seine vierte Generation. Der Radstand ist um 5 cm auf 2,69 m gewachsen. Die Länge der vierten Generation erreicht 4,36 m oder 8,6 cm mehr als beim bisherigen Leon, während das Kofferraumvolumen des Fünftürers unverändert 380 Liter beträgt. Das Plus bemerkt man vor allem bei den hinteren Sitzen. Dort ist das Platzangebot sehr gut. Selbst lange Beine bekommt man luftig unter. Ja, jetzt befinden wir uns im Innenraum, wieder mit unserem schönen 10 Zoll Monitor, wo wir dann
wie gesagt, keine Knöpfe mehr haben, alles nur noch über Touch, wie beim Smartphone funktioniert das Ganze hier. Und haben jetzt hier schon einmal diesen Startbildschirm, den wir uns auch hier wieder individuell zusammen konfigurieren können, wie wir das gerne hätten. Und haben natürlich auch hier dann die ganzen Hauptmenüpunkte. Das Ganze gibt es dann natürlich auch nochmal in einer anderen Ansicht, wo wir dann unsere Traktionskontrolle, unser Start-Stopp-System, Abstandstempomaten, all sowas regeln können, wo dann auch die Einstellung für die Ambientebeleuchtung stattfindet, die wir dann einmal komplett vorne in den Außentüren und dann vorne im oberen Bereich sichtbar dargestellt bekommen. Dann das Ganze natürlich auch mit unserem Fahrprofil, wie fahren wir normal, sportlich, alles Mögliche in dem Fahrzeug. Dann die ganzen Einstellungen, was Spiegel betrifft, alles schön aufgelistet und gegliedert hier in einzelnen Kacheln. Und dann natürlich nochmal ein paar Unterpunkte, was nicht fehlen darf, Navigationssystem. Auch hier klassisch wie beim Smartphone mit zwei Fingern können wir das Ganze kleiner machen, können uns auf der Karte hin und her bewegen und sehen hier schon im Umfeld unser schönes Autohaus Hüttl. Ansonsten über den kleinen Button hier unten kommen wir dann wieder zurück an unsere Position, wo wir gerade für Sie den Film drehen. Auch wir kriegen wieder eine kalte Jahreszeit. Um das Ganze ein bisschen angenehmer auch für Sie zu gestalten, haben wir jetzt im neuen Leon endlich auch eine Funktion der Lenkradheizung. Auch in der vierten Generation bleibt sich der Leon als peppige Golf-Alternative treu. Zart dynamisiert in Optik und Handling, ohne anstrengende Härte, umfangreich vernetzt und assistiert, mit klassengemäßem Platzangebot, guter Bedienbarkeit und einer modernen Motorenpalette. Ja, da sind wir wieder zurück beim Autohaus. Das waren jetzt die ersten Eindrücke vom neuen Leon. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen was zeigen. Ansonsten, wenn Sie die Fahrzeuge einmal selber erleben möchten, können Sie natürlich gerne zu uns ins Autohaus kommen für eine Probefahrt. Und gerne beraten wir Sie auch bei einem persönlichen Gespräch. Bis dahin, auf Wiedersehen. Jetzt sind Sie da, die aktuellen Angebote im BHG Bauzentrum Reinholzhain. Günstige Preise für Haus, Hof, Garten und Gewerbe. Zum Beispiel Lounge Set Alvitro Plus für 499 Euro oder Baufan Anti-Schimmelfarbe ab 3,49 Euro. Oder Langzeitunterbodenschutz für 12,49 Euro. Wenn's gut werden muss, BHG Bauzentrum Reinholzhain, Ihr Fachmarkt für Haus, Hof, Garten und Gewerbe. Herzlich willkommen in Ihren Expert-Fachmärkten in Freital und Pirna. TV und Audio, Computer und Zubehör, Foto und Video, Telekom und Navigation, Haushalt und Küche, Gesundheit und Körperpflege, Film und Musik, Gaming und Spielwaren und natürlich den besten Service für unsere Kunden. Herzlich willkommen bei Expert in Freital und Pirna.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und vor allem natürlich auch liebe Kinder, herzliche Einladung zu einem aktuellen Talk im Autohaus. Zu Gast ist Jens Morgenstern, Jahrgang 1965, hat ein Leben lang für den Rennrodelsport gelebt und ist auch im Westen gewesen und ist seit 2019, seit dem 1. Juni wieder hier als Geschäftsführer der VIA, der Wintersport in Altenberg GmbH, und ist natürlich auch in dieser Person verantwortlich für die grandiose Bob und Skeleton WM 2020 und auch für die neu auszurichtende Bob und Skeleton WM 2021. Wie das alles zusammenhängt, wie er das schafft und was er da alles vorhat, das erfahren Sie beim Talk im Autohaus täglich 8.30 Uhr, 12.30 Uhr, 15.30 Uhr und 20.30 Uhr und selbstverständlich bei FRM TV. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. Herzlich willkommen beim DRK Kreisverband hier in Dippoldiswalde. Heute möchten wir Ihnen unsere verschiedenen Abteilungen zeigen, in denen wir Arbeitsplätze anbieten, aber auch Auszubildende jederzeit suchen. Hier im DRK Seniorenheim Priesenzell Glashütte werden 76 Bewohner an jedem Tag der Woche liebevoll betreut und gepflegt von sehr engagierten Mitarbeitern. Und auch wir sind jederzeit immer auf der Suche nach tollen und engagierten Kolleginnen und Kollegen. Also bewerben Sie sich gern bei uns. Wir freuen uns auf Sie. So, Frau Schreiber, da gucken wir mal, ob es mit dem Laufen heute funktioniert. Wir sind die Auszubildenden Peggy und Jenny hier im Seniorenheim und wir lieben die Arbeit mit älteren Menschen. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Dippoldiswalde ist Träger von 5 Kindertageseinrichtungen in Frauenstein, Burgersdorf, Nassau, Dippoldiswalde und hier in Pausdorf. In den Kitas beschäftigt das Deutsche Rote Kreuz Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialassistenten. Zudem bieten wir jungen Menschen, die diese Berufe erlernen, die Möglichkeit, Praktika in unseren Einrichtungen zu absolvieren, die von unseren pädagogischen Fachkräften begleitet werden. So, ich bin Erzieherin schon über 40 Jahre. Ich muss sagen, ich liebe meinen Beruf. Ich habe das noch nie bereut. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich arbeite mit vielen kleinen Persönlichkeiten, was man auch immer beachten muss, weil die immer ganz individuell sind und so sollten sie auch behandelt werden. Und würde mir wünschen, dass noch viele Erzieher bei uns anfangen, weil jeden Tag bringt viel Freude, viel Neues mit sich und es kommt auch ganz viel von den Kindern zurück. Unser Haus hier in Dippoldiswalde ist ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Wir suchen für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung und Betreuung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine Heilerziehungspflegerin oder einen Heilerziehungspfleger. Gerne können Sie sich aber auch als Altenpfleger oder Altenpflegerin bewerben oder als Gesundheits- und Krankenschwester oder als Gesundheits- und Krankenpfleger. Sie wartet ein interessantes Betätigungsfeld. Dieser Beruf hier ist sehr abwechslungsreich im Wohnheim, denn man hat jeden Tag eine neue Herausforderung, weil jeden Tag jeder Mensch eigentlich anders ist und man muss ihn so nehmen, wie er ist und ihn hier im Alltag so begleiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Neben unseren attraktiven Einrichtungen bieten wir Ihnen natürlich als attraktiver Arbeitgeber noch vieles mehr. Dazu zählen neben einer tarifgerechten Entlohnung noch Möglichkeiten von Sonderurlaub, Bonuszahlung, Massagen, E-Bike-Leasing, aber natürlich auch ein familienfreundlicher Dienstplan. Möchten Sie sich gerne bei uns bewerben, dann melden Sie sich per E-Mail, über Facebook oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Deutschland singt und Dippoldiswalde macht mit. Zum Tag der Deutschen Einheit wurde deutschlandweit zum gemeinsamen Singen aufgerufen. Auch der Dippoldiswalder Friedrich-Silscher-Chor beteiligte sich an der Aktion und so wurde am Samstagabend zum Singen auf dem Marktplatz aufgerufen. Etwa 200 Sangeslustige folgten der Einladung. Die Oberbürgermeisterin Kerstin Körner fasste in ihrer Rede kurz die Geschehnisse von 1989 bis zur Wiedervereinigung zusammen. Doch im Mittelpunkt stand das gemeinsame Singen. Glück auf, Glück auf.
Der Chor hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und für alle, die nicht textsicher waren, gab es die Liedtexte in gedruckter Form. Gesellschaft Freital MbH präsentiert das WGF-Magazin in Freital leben, bei uns wohnen. Liebe Zuschauer, die Sommerpause ist nun vorbei und es ist wieder Zeit für ein neues WGF-Magazin. Wir wollen Ihnen heute Freital Weißig näher bringen. Dieser Freitaler Stadtteil mit den ehemaligen Dörfern Ober- und Unterweißig befindet sich am westlichen Stadtrand Freitals. Dort sind wir beim Verein Weißig 2011 e.V. zu Gast und möchten Ihnen diesen näher vorstellen. Und es geht auch wieder sportlich zu. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Freital Weißig, auch Klitscher Weißig genannt, hat landschaftlich wie geschichtlich vieles zu bieten. Aus den ehemaligen Dörfern Ober- und Unterweißig ging am 1. Juli 1921 Weißig hervor. Einige schöne Bauernhöfe sind bis heute erhalten. Auch hier hat der Steinkohlebergbau Spuren hinterlassen. Unterweißig wurde als Bergarbeiterkolonie gegründet und an der heutigen Kälterei sind noch einige gut erhaltene Gebäude des ehemaligen König Georg Schachtes zu sehen. Von unterschiedlichen Punkten kann man wunderbare Aus- und Einblicke bei schöner Sicht bis in das Erzgebirge und in unsere Stadt Freital genießen. Ein neuer und besonderer Anziehungspunkt ist der Klitscherweg. Ein neuer Wanderweg mit vielen sehenswerten historischen Stationen in und um Weißig. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Heute möchten wir Sie für diese helle Dreiraumwohnung auf der Dresdner Straße 299 begeistern. Neben einem sonnigen Wohnzimmer, einem Schlaf- und Kinderzimmer, welches auch sehr gut als Arbeitsraum genutzt werden kann, und dem gepflegten Tageslichtbad mit Wanne zum Entspannen, steht Ihnen auch eine schöne Küche zur Verfügung. Alle Räume warten nur noch auf Ihre kreativen Einrichtungsideen. Ein bisschen Spaß am Renovieren sollten Sie mitbringen, da die Wände etwas Farbe gebrauchen können. Die Decken sind, wie Sie sehen können, bereits mit Raufaser tapeziert und weiß gestrichen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? So rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Und dann einfach Koffer packen und schöner wohnen in Freital-Heinsberg an der Grenze zu Freital-Deu. Auch diesmal geht es wieder sportlich zu. Und zwar mit Dani und Basti aus dem Rundum Fit, die uns heute etwas über das Spinning sagen, also dann sportfrei. Ja, hallochen. Und zwar die Sommerzeit hat jetzt nun ein Ende. Das Fahrradfahren draußen wird langsam frisch. Und da gibt es bei uns eine sehr schöne Möglichkeit, wie man sich im Herz-Kreislauf-Bereich fit halten kann. Unser Basti, der macht dienstags 18 bis 19 Uhr einen schönen Spinning-Kurs. Teilnehmerzahl ist eigentlich momentan fast egal, weil wir ausreichend Räder zur Verfügung haben. Es geht immer nach rhythmischer Musik. Es werden tiefe Positionen, kann man mal kurz vorzeigen. Da geht man tief nach unten und wieder hoch. Wird dann alles vom Basti ordentlich gezeigt. Ich sage, man sollte eine kleine Grundlagenausdauer mitbringen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Aber es ist auch so, dass man sich mit dem Widerstandsregler den Widerstand so einstellen kann, dass man locker auch als Einsteiger bei uns teilnehmen kann. Anmelden wäre wichtig. Ansonsten kommt gut durch die Herbstzeit sportfrei. Heute möchten wir Ihnen den Verein Weißig 2011 e.V. vorstellen.
Es ist ein sehr aktiver Verein, welcher in der Hauptstraße 8 in Freital-Weißig zu Hause ist. Hier werden unterschiedlichste Angebote für Jung und Alt organisiert, um das Stadtteilleben in Weißig abwechslungsreich zu gestalten und den Zusammenhalt der Bewohner innerhalb des Stadtteils zu fördern. Von Markttagen über Dorffeste, Wanderungen und Basteln mit den Kleinen, einem agilen Seniorentreff und immer dabei Weißigs berühmte Klitscher, kann man hier auch einen Raum mit Theke mieten. Hallo Frau Adelklügel, hallo Herr Pitschak. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen, um etwas über die ehrenamtliche Tätigkeit Ihres Vereins zu erfahren. Sie sind ja beide sehr aktive Vereinsmitglieder und in speziellen Arbeitsbereichen tätig. Wie sehen diese genau aus? Als wir uns gegründet haben, 2011, quasi nachfolgend dem Weißiger Jugendclub, verschiedene Arbeitskreise gebildet. Da war der Arbeitskreis Heimatpflege von dem Achim Pitschak einer. Wir haben aber auch den Arbeitskreis Senioren, Jugend. Wir haben einen sehr aktiven Kreativstammtisch, der zu dem so alle Altersklassen an vorzugsweise an Frauen und Mädchen kommen. Genau. Und speziell der Achim Pitschak mit seiner Heimatpflege hat diesen Weißiger Klitscherweg, weshalb wir uns heute auch treffen, auf den Weg gebracht. Das klingt sehr interessant und vielseitig und da ist ja auch für jede Altersgruppe was dabei. Und wir stehen jetzt an einem Punkt des Weißiger Klitscherweges. Wie kamen Sie auf die Idee für solch ein großes Projekt und wie sah die Umsetzung aus? Tja, es ist eine große Verantwortung, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Es ist sehr langwierig und kostet auch Geld. So, und wir haben im Amtsblatt mal eine Information gelesen, dass Leute, die Fördermittel beantragen wollen, das bis zu einem bestimmten Termin machen könnten. Und da haben wir gesagt, na, das wäre doch eine Möglichkeit. Und das haben wir genutzt. Aber so einfach ist das gar nicht. Es ist ein langer Weg. Ich muss sagen, wir haben also 5 Jahre gebraucht, um das durchzuziehen. Es ist, die Finanzierung ist wichtig. Also es ist eine große Summe, es sind 60.000 Euro und man bekommt ja auch nicht alles von der EU finanziert. Also man muss dort also selber noch was dazugeben. Und wir hatten eigentlich das Glück, ja sicherlich auch damit verbunden, dass wir in Klinkenputzen gegangen sind. Im Endeffekt sind wir froh, dass die Stadt Freital die ganze Finanzierung übernommen hat und wir selbst als Verein noch 10.000 Euro an Leistungen dazugeben. Also sehr viel Arbeit und sehr aufwendig, aber es ist eine ganz tolle Sache entstanden. Ich werde diesen Klitscherweg dann hoffentlich auch bald mal wandern können. Und zum Abschluss des Gespräches würde mich noch interessieren, ob es noch andere Projekte oder Neuigkeiten gibt, worauf unsere Zuschauer besonders gespannt sein dürfen. Am 10. Oktober wird es hier auf dem Vereinsgelände den Weißiger Herbstmarkt geben, ab 10 Uhr. Und der geht dann quasi so fließend über in unseren Herbstfest. Genau, es wird also, es sind diesmal sehr viele Händler da, es wird eine Kapelle spielen. Und die Weißiger freuen sich einfach, sich mal wieder sehen zu können, nachdem jetzt so lange quasi Pause war. Genau. Und das nächste ist am 5.12. unser Glühweinfest, unser nun schon traditionelles. Das ist immer ganz schön mit jede Menge Feuerschalen. Mhm. Oder das letzte Mal hatten wir auch ein richtiges Lagerfeuer, ein großes. Der Weihnachtsmann kommt regelmäßig zu den Kindern und beschenkt die. Der Achim Pitschak war das auch viele Jahre, der da in den Mantel geschlüpft ist. Der Bart ist so grau. Okay, genau. Und außerdem wird es immer eine Bastelstube, gibt es immer eine Bastelstube für die Kinder und auch für die Erwachsenen. Das ist dann oben im Vereinshaus, das wird auch sehr gerne angenommen. Ja, genau. Und dazu gibt es Bratwurst und Glühwein von der Kälterei Hermann, die jedes Jahr also eine neue Kreation quasi auf den Weg bringen. Das ist erstmal bis Jahresende das, was an Veranstaltungen auf dem Plan steht. Da werden wir uns alle dann hier wiedersehen. Und ich bedanke mich für das nette Gespräch und würde mich freuen, dass wir uns dann bald hier nochmal treffen. Danke.
Zuschauer. Unser Wohlfühlplatz der Woche befindet sich diesmal im oberen Teil von Freital-Weißig. Hier auf der Opitzer Höhe hat man bei schönem Wetter einen herrlichen Rundumblick bis ins Erzgebirge. Wobei anzumerken ist, dass wir uns hier auf dem nordöstlichsten Punkt unseres Erzgebirges befinden. In unmittelbarer Nähe ist die 1955 errichtete Windkraftanlage und auch eine Triangulationssäule, welche auf die Vermessung und Erstellung eines trigonometrischen Netzes in den Jahren von 1862 bis 1890 verweist. Blicken wir in Richtung Buswendeplatz, so können wir die große Hinweistafel sehen, den Einstiegspunkt zum Weißiger Glitscherweg. Entspannen Sie ein wenig bei den folgenden Bildern. Einem kleinen, aber feinen Fest wurde der 99. Geburtstag der Stadt Freital am 1. Oktober am Gründungsrathaus in Freital-Döhlen gefeiert. Der Oberbürgermeister Uwe Rumberg eröffnete das Fest und schaut mit Freude auf die nächsten Monate. Naja, erstmal ist es ein Schnapszahl, ne? Und die letzte vor der 100, 99 im Menschenleben. Eine ganze Menge erleben das nicht mehr, ne? Aber für eine Stadt ist es natürlich, ich sag mal, kein Alter. Und das heute ist die Auftaktveranstaltung für das Geburtsjahr im Jahr 2021 zum 100. Geburtstag der Stadt Freital. Nach der Eröffnung gab es eine Enthüllung. Postmodern hat eine Briefmarke für Freital herausgebracht. Das Motiv wurde hier zum ersten Mal gezeigt. Es gab verschiedene Vorschläge und die Freitaler konnten abstimmen. Diese Stadtansicht hatte die meisten Fans. Ja, es wäre ja eine traurige Sache, wenn man jetzt was auf den Weg bringt und eine Bürgerbeteiligung macht und keiner beteiligt sich daran. Ne? Und das können wir immer wieder mit Freude feststellen, dass unsere Freitaler da ein richtig großes Interesse haben am Gemeindeleben sozusagen. Und die Ergebnisse, die dann entstehen, die können sich sehen lassen. So funktioniert Gemeinschaft, so funktioniert Demokratie und das sollten wir uns bewahren. Punkt 18 Uhr stiegen dann 99 Luftballons in den Abendhimmel auf. Passend dazu Nena mit ihrem Lied 99 Luftballons. Danach startete der Oberbürgermeister den Countdown. Dieser zählt nun ein Jahr oder 525.600 Minuten rückwärts. Auch der erste gewählte Bürgermeister Freitals, Karl Wetterkopf, welcher von 1922 bis 1927 die Geschicke der Stadt leitete, kam zu seiner ehemaligen Wirkungsstätte, dem jetzigen Sitz der WGF. Er brachte auch einen ganz besonderen Schatz mit. Ein Fass mit einem Edelbrand für den 100. Stadtgeburtstag, destilliert in der Kleinbrennerei von Holger Stein. Dieses Fass wandert durch die Stadtteile und macht nun im Gründungsrathaus Halt. Herr Stein, wie sind Sie auf die tolle Idee gekommen, so was Leckeres zu spenden? Gut Ding braucht Weile. Und vor über 10 Jahren kam uns schon die Idee, dass wir was Besonderes machen wollen. Ursprünglich im Hinterkopf Geburtsjahr meines Vaters 1921. Wir wollten zu seinem 100. Geburtstag auch was Schönes tun. Und die Korrelation mit Freital war naheliegend, sodass wir gesagt haben, wir fangen an, ein besonderes Geschenk zu basteln, indem wir die Stadtteile besuchen, die Streuobstwiesen beernten und daraus feine Destillate herstellen. Dieser Verschnitt aus Destillaten aller Ortsteile reift nun und wird für den 100. Stadtgeburtstag in 100 Flaschen abgefüllt. Ja, liebe Zuschauer, eine tolle Idee von Holger Stein.
einen solch tollen Brand herzustellen. Und jetzt hat das fast 14 Tage Zeit, Döllner Luft zu atmen. Und wir freuen uns darüber und sind stolz darauf, dass wir jetzt dieses Fass beherbergen dürfen. Während der edle Tropfen nun zur Ruhe kam, gingen die Feierlichkeiten zum 99. Stadtgeburtstag auf dem Rathausvorplatz weiter. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie fanden Freital Weisig genauso interessant wie ich und werden den Weisiger Glitscherweg bald mal abwandern. Also ich werde es auf jeden Fall tun. In diesem Sinne freue ich mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, Ihre Mandy Herrmann. Wohnungsgesellschaft Freital MbH präsentiert das WGF-Magazin. In Freital leben, bei uns wohnen.